Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hallo. 7 Days to Die. To die, ja. Ja, Jasmin, also der Start ist ja bis jetzt nicht so gut gelungen. Katastrophe. Katastrophe. Ja, ich Ich würde möchte sagen, jetzt bitte gerne erstmal ein Haus. genau, du hast recht. Wir gucken jetzt einmal nach einer kleinen Butze, da lassen wir uns nieder und von dort aus planen wir weiter und bauen letztendlich aber selber was. Ja, wo bist du denn? Den Da. Kochtopf würde ich hier lassen, damit wir den Ich Topf würde nicht verlieren. erstmal gucken. Ja, erstmal müssen wir jetzt gucken. Oh, ich bin auch überladen, ey. Ich habe übrigens noch was verändert in der Einstellung. Und zwar, wenn du jetzt stirbst, verlierst du zwar deinen Rucksack und alles, was drin ist, aber die Leiste, die du jetzt vor dir hast, ne, unten der Gürtel. Wie was da drinne ist. Na, dein Rucksack, den lässt du fallen, wenn du tot bist, Ja, ne? aber da ist ja noch alles drinne. Ja, genau. Aber das, was du jetzt hier in der Auswahl hast, ne? Leiste, ja, das Genau. ist drinne. Das behältst du jetzt. Ja, sehr schön. So. Das wollte ich hören. Ne, dann haben wir da einen kleinen. Ich denke mal, damit kann man leben. Das ist okay. Ja, geh mal rein da. Knallt's gleich? Nee, Die schade. Polizeisirene ist so cool. Hier schon wieder, ey. Aber Gib die mir kommt eine. Ich blute sehr sofort. erschrocken. Brauchst du ein Mäßig? Schon wieder. Wieso? Jetzt hast du mir eine verbraten, Alter. ey. Was? Ich kann dich doch nicht schlagen. Oh, Doch, doch, hallo, ich wir kann haben doch dich. noch keine Einladung. Oh. Alter, ist der doof, ey. Der ist doch nicht ganz dicht, der Typ, ey. Kann ich dich Alter. jetzt. Nee, jetzt nicht Toll, mehr. jetzt, Okay. ja, jetzt habe ich einen Schaden trotzdem. Oh, ey, dieser Typ macht mich wahnsinnig. Hast du auch aufgenommen? Ja. Also ich muss sagen, die Staffel wirkt aber jetzt schon so ein bisschen lustiger aufgrund der Nee. ulkigen Ereignisse, die sich Geil. ergeben. Ich weiß schon, dass ich jetzt gleich wieder sterbe. Das Haus ist ein bisschen big, oder? Da waren wir doch schon. Nein, das will ich doch nicht. Da hinten Okay. geht's weiter. Die Alarmanlage geht an. Ja, die läuft durchgehend, glaube ich, bis wir sie Nein, ausmachen. geht sie nicht. Die hört, glaube ich, auch mal auf. Nee, nur wenn du zu weit weg bist. Okay. Oh Hier sind ja. Baumstämme. Ja, die müssen wir mitnehmen. Ich brauche Honig. Ich bin infected. Und durstig. Vielleicht sollte ich mal zum Händler gehen, ey. Ich habe Nein. nur trübes Durchfallwasser. Das Ich hab könnte gar ich nichts. abkochen, aber jetzt nochmal zurück. Nee. Oder wollen wir das hier nehmen? Das ist ja eigentlich klein, oder? Hier den kleinen Gartenschuppen, ja? Da ist ja auch schon ein bisschen Draht, Aber da Maschendraht. ist eine Fackel dran, ne? Wenn wir uns. Wildschwein. Wo? Wo? Hinter dir, neben dir! Gott, habe ich mich erschrocken. Aua! Ich kann nicht laufen. Ja, jetzt läuft er mit dem Schwein weg. Au. Oh Gott, ich bin. Ja, und ich bin gleich wieder tot. Also ich muss zugeben, mir ist die Staffel ein bisschen peinlicher. Ja, mir ist das auch peinlich. Wie dicht kommen wir denn daran? Gut, aber ich bin nicht mehr infiziert. Ich habe keinen Durst mehr. Ja, schön. Ich bin 10 Heilung. Ich bin das nächste Mal tot. Hast du was zu essen? Ja, hier Fleisch, ne? Ey, das ist Okay. doch. Aber das Haus würde ich nicht nehmen. Hier ist eine Fackel dran, ne? Das heißt, Wenn wir beim Händler eine Quest annehmen, dann könnte dieses Haus hier wieder geöffnet werden. Also respawn. Also auf Ursprung zurückgesetzt werden. ja, aber wir brauchen ja ein kleines Haus irgendwie mal langsam. Die Musik hört sich nicht gut an. Nee. Eins. Hey, das ist Bob. Hi, Bob.
Oh, Bob hat seinen Bruder mitgebracht. Bad. Keine Ausdauer. Ich bin 16 überladen, das heißt, ich bin langsam. Oh. Und weg. Sehr schön. So, dann wollen wir also doch mal gucken, was gibt's denn hier Feines? Guckst du schon? Kleine Häuser finde ich jetzt hier nicht. Kleine Häuser findest du nicht? Aha. Es ist alles nur riesig hier. Oh, hier ist ein Totenkopf. Hier müssen irgendwo Dinger liegen, glaube ich. Ich würde mich in so einem Haus sicherer fühlen, auf jeden Fall, ey. Es würde seine Vorteile mit sich bringen. Ja, ne? Also ich wäre auch da ein bisschen entspannter, ey. Ich bin hier. Richtung Häuser. Ja, hallo, Jasmin. Hier drüben. Hast du was zu essen zufällig? Ich hätte... Oder irgendwie... Eine Dose Bier. Eine Heilung. Ja, gib mal. Oder bitte. Warte, ich habe hier... Ich habe auch Heil... Hier, nimm warte. Das da. Oh. Most Rotary. Was haben wir denn hier Feines? Okay, man hört nichts. Oh, da ist ein Hund oder so schon wieder. Oder Wildschwein oder irgendwas. Wo ist es denn jetzt? An den Haaren. Ich möchte ein Haus haben. Hier ist bestimmt Nahrung drin, ne? Oh. Oh Gott. Bob, hast du mich erschrocken? Du bist doch nicht nachtragend, oder? Hände hoch, das ist ein... Das ist ein Überfall. Oh, oh. Da müssen wir direkt in der Stadt hier, oder was? Ist jetzt nicht so geil, wie ich dachte hier drin, ne? Süffwasser. Weg mit dir. Das ist was für dich. Ich möchte erstmal ein Haus, bitte. So. Was heißt denn dieser Totenkopf immer? Schwierigkeitsstufe. Oh, er hat einen Arm verloren. Gammelfleisch im Warenkorb. Ah, nie ist da frisches Gemüse drin. Oh, oh, oh. Ganz schlecht. Ja, die Ausbeute hält sich hier drinnen in Grenzen. Können wir nicht erstmal ein Haus suchen? Ja, ich wollte nur, währenddessen wir suchen. Ich bin hier schon bei den blöden Zombies, aber alleine packe ich das, glaube ich, nicht. Na, ich bin hier mit Melinda im Garten. Wir chillen ein bisschen auf der Couch. Oh, und sie hat mir wieder eine geknallt. Schwierigkeitsgrad 5, 3, ey.
Ziemlich schäbig hier. Wo bist du denn? Du bist Richtung Ort gegangen. Hier ist ein kleines Häuschen. Das ist wirklich klein. Ist das auch so hoch? Ja. Das ist gut. Das könnten wir nehmen. Ja, warte, ich knack gerade. Also ist so Art Garage, aber ist ja egal, ne? Oder? Ja, komm mal erstmal hierher. Glaube ich, nur eine Garage, aber das kann man sich ja auch erstmal zurecht machen. Oder nicht? Das braune? Ja, hier? Hä, wo bist du denn? Ja, das hier. Guck mal, das reicht doch voll, oder? Erstmal. Ja, ist ja nur für den Anfang, ne? Dass wir ja, erstmal um klar zu kommen hier. Und dass wir hier so einen Schutz haben. Guck mal, die Tore, die haben 15.000 HP. Also. Ja, lass die doch heile. Lass uns doch erstmal sauber machen. Warte. Und dann machen wir die Treppe hier weg. Hallo? Oh, hier ist auch eine Toilette, falls du mal musst. Und dann würde ich die Treppe wegmachen und eine Hängetreppe, also so eine Klettertreppe machen. Aber hier ist keiner, ne? Blaubeeren. Eine Hängetreppe. Nein. Du weißt doch, was ich meine, aber das ja, reicht doch hier erstmal. Leiter. Wir haben hier noch eine Verbindung zu dem Haus gegenüber, das würde ich aber wegreißen, denn, ne, die Verbindung? Ich weiß nicht, ja. Ja, wir wollen ja erstmal nur so. Fürs Erste, sag ich mal. Ja, bis wir Auto und so haben und vielleicht irgendwo was Besseres finden. Man kann. Ich würde es erstmal wegreißen, man kann es ja immer noch machen dann, aber. Ja, ja. Ich finde, das ist schon nicht so verkehrt. Da wir bauen ja später was Eigenes, ne? Und dann halt die Wand mit Stein und so. Unser Eigenheim machen. Aus Beton und Stahl. Ja, würde ich hier aber schon mal mit anfangen, ein bisschen, was man also was wir können. Na, wir brauchen ja so oder so ein provisorisches, eine provisorische Unterkunft, wo wir erstmal leben, ne? Ja, ich würde das hier wirklich nehmen, erstmal, ne? Glaube ich nicht so verkehrt. Ich wusste es. Das sah optisch aus, als würde ich nur den rechten kaputt hauen. Oh, hi. Hast du das gesehen? Das wäre mir jetzt. Mach mal peinlich. Hier ein Lagerfeuer in die Küche. Oh, ein Dietrich. Ah, sieht nicht für Tür. Ja, okay. Lagerfeuer, wo machen wir das am besten hin? Hier so? Ne, ich würde erstmal das ganze Möbeljahr wegnehmen. Dann können wir hier Schlafsäcke schon mal hinschmeißen. Guck mal, das kannst du auf den Herd packen. Okay, den Herd würde ich lassen. Cool, oder? Das ist cool. Na, Bett. Ne, auf das Bett packe ich meinen Schlafsack. Mach mir einfach einen neuen. Soll ich die Treppe draußen schon mal abbauen und dann eine Leiter hinsetzen? Ja, ne? Ach Mann. Ich hätte gerne eine bessere Axt. Hast du eine bessere Axt? Ups. Nee. Aber wie repariere ich denn den Schlafsack nochmal? Hast du noch Gras, also so Dings Grünes? Nee, in der Sorte bin ich gar nicht. Mensch, ich meine hier Pflanzenfasern. Ich kann dir welche mitbringen. Ja, weil ich muss meinen Schlafsack reparieren. Ich wollte den aufs Bett legen. Wenn ich den. Der legt mich ja dann auf den Schlafsack hier, ne? Ja, genau.
Ja, ich habe ja hinten auch noch einen liegen. Aber der neueste wahrscheinlich dann, ne? Ja, von hinten müssen wir auch noch den Kochtopf und das holen, ne? Ja, aber ich habe meinen Schlafsack hier schon mal hingelegt. Das, falls ich hier tot gehe, dass ich gleich hier bin. Wo bist du denn? Hallo? Ich arbeite hier draußen. Ich habe mal das Loch zugemacht hier. Okay, sag doch, dass du die Treppe da wegreißt. Ja, ich habe die Treppe mal weggenommen. Hörst du Zombies? Ja. Mach mal schnell eine Leiter für dich. Ich sehe jetzt keinen gerade. Wahnsinn, wie so ein Haus jetzt ein Sicherheit gibt, ey. Sogar zu da viel. Kommt ein. Da kommen welche. Aber wir müssen ja eh noch runter. Ja, die sind ach, die kriegen uns gar nicht mit hier. Hier wird doof. Hier vielleicht. Aber ich finde das jetzt besser mit dem Haus. Also den Tisch weg hier, den Stuben, den Sofatisch. Genau. Dass wir hier ordentlich Platz haben soweit, ne? So, wunderbar. Ich nehme mal deinen Sessel weg hier, ne? Hm. Kam jetzt genug rum, auch ohne diese Möglichkeiten. Ey. So. Wenn wir ein paar Kisten hier hinmachen, dann können wir nämlich schon mal was wegpacken. Außerdem ist das kein Sessel, das ist ein Sofa. Hier stand ein Sessel. Was machst du denn da jetzt? Die Wand kaputt? Ey, das bricht doch zusammen sonst. Nee, kannst du mir mal helfen, hier ein Loch reinzumachen? Wo? Unten? Ja, nach genau. Unten? Hä? Ist unter uns ein Zombie? Weiß ich nicht. Warum willst du denn jetzt hier unten eigentlich ein Loch machen? Ich möchte gerne, dass wir unten eine Werkstatt machen, wegen Platz. Aber ist da nicht alles Stein? Ach nee, da ist ja die Garage. Ja, und ah, die hat auch so viel HP an Schutz, auch die Tür, die unten drin ist. Ja, da ist bestimmt unten der Zombie. Da sind bestimmt Zombies unten drinne. Guter Mann, das ist Hausfriedensbruch. Ja, wir haben dieses Gebäude ehrlich und aufrecht erworben. Stimmt, da war ja eine Garage. Oder, Jasmin? Ja, sicher. Vor allem guck mal, wie stabil die Bude ist, ne? Hier hat ja jetzt schon alles 5000 HP. Minimum. Deswegen sage ich ja, die reicht ja erstmal. So ganz gut. Ich finde dieses Spiel ganz schön schwer zurzeit. Das sind ziemlich stabile Fliesen, hast du auch das Gefühl? Aber schon gut. Für die ersten Nächte. Ja, ich denke auch, das ist okay für den Anfang. Zumindest bis wir eine eigene Basis haben. Unser Traumschloss. I build you a castle. Also ich habe ja schon einige Apokalypsen mitgemacht, ne? Aber die hier ist die schlimmste. Hm. Ah ja. Müssen wir mal gucken, dass wir, wie wir die draußen ein bisschen noch die Fassade stabiler kriegen. Mit Reibeputz. Aber am besten auch Fallen hinstellen, so Stacheldraht oder so.
Dass sie erstmal ein bisschen abhält, weißt du? Ja. Ah! Und ist da unten da sicher? Ich weiß es nicht. Hier ist dunkel. Guck doch mal, ob da ein Zombie ist. Schatz, komm bitte mit runter. Warte, ich mach noch eine Fackel. Da blinkt was auf dem Tisch. Ich beweg mich jetzt extra nicht. Das geht hier noch weiter runter, ne? Oh, ich hab kein Tierfett. Kommst, ich hab eine Fackel. Oh. Oh. Das geht noch weiter runter. Oh. Jasmin, mach die Tür zu. Ja. Mach ich. Wie mach ich denn die wieder zu? Geht nicht. Echt nicht? Nein. Scheiße. Ja. Kann die gar nicht mehr zu? Nein. Wieso nicht? Weil du sie mit dem Schlüssel geöffnet hast. Scheiße. Ja. Das wusste ich nicht. Müssen wir eine neue Tür reinhauen? Die klopp ich nicht weg. Die hat 15.000 HP, deswegen fand ich die Tür so toll. Oh. Aber das, wieso kann man die denn nicht mehr zumachen dann? Nicht auf den Knopf drücken, ja? Ja, die müssen wir irgendwie zubauen. Scheiße, das wusste ich nicht. Alles gut. So, ich brauche auch mal... Warum kann man die denn nicht mehr zumachen? Bauklötze. Das ist ja doof. Ja, und was machen wir da jetzt erstmal vor am besten? Das ist jetzt natürlich scheiße mit der Leiter, ne? Was? Das ist jetzt doof, das ärgert mich jetzt richtig. Weil die hätten sie ja nicht einkloppen können. Was denn? Ach, ich amüsiere mich nur über unser Glück, das wir hier haben. Ich wusste das nicht, ja, dass wenn man den Schlüssel nimmt, dass das sofort aufgeht. Oh, ein Reparaturkit. Das wusste ich wirklich nicht. Da unten ist auch noch, ne? Geht's auch noch weiter, ey. Nicht irgendwo noch einen Schlüssel zum Zumachen? Geht die wirklich gar nicht mehr zu? Nee. Was ergibt denn das für einen Sinn? Also das... wie komme ich denn jetzt hier eigentlich wieder hoch? Ja, ich komme gleich hoch und dann baue ich dich raus. Ich setze eine Leiter hin. Oh, jetzt wäre ich hier aber... Boah, weißt du, wie weit das hier nach unten geht? Müssen wir dazu bauen oder ist das sicher? Alter, das geht richtig weit nach unten. Das ist ein Fahrstuhl. Oder so. Ich weiß nicht. Da ist irgendwie auch noch. Weiß ich auch nicht. Da geht es auch eine Leiter runter. Hast du jetzt den Schlafsack schon gesetzt gehabt? Ja. Ich muss hier nur Heile machen. Ich glaube, hier sind Zombies drinne. Unten. Ich würde es vielleicht erstmal zubauen und wenn wir mehr haben, würde ich vielleicht nach unten gehen. Hä? Was war das? Was ist das? Ich guck, wo ich meinen Schlafsack platzieren kann. Oh. Ich wollte ihn eigentlich aufs Bett packen, aber ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, ich helfe dir gleich.
Ich sehe auch das Loch gar nicht mehr. Wo ist denn das Loch überhaupt, Schatz? Hier. Ach, da. Vorsicht, hier ist eine Treppe, fall da nicht runter. Wo ist eine Treppe? Hier. Kommst du noch ganz weit runter? Aber da sind Zombies. Mach da mal erstmal was vor. Können wir die erstmal wegnehmen? Oh nein. Mach mal bitte eine Treppe nach oben, hast du schon. Kann man hier nicht die Luke zumachen? Komm doch erstmal hoch. Sind die unten? Ja. Ja. Meinst du, die kommen hier hoch? Nee, das nicht. Aber ich hätte die da gerne weg. Ich habe keine Steinpfeile, ey. Ja. Ey, der alte Hardy-Rocker, der macht meine Baute kaputt. Oh, die gehen immer so scheiße. Oh, stirb bitte. Okay, obwohl. Oh, das mit der Tür, das ärgert mich aber wirklich richtig gerade, ey. So nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit konform bin, dass die in das Regal können. Ja, hier, Harley Davidson. Eine Pirette, er ist eine Ballerina. Herrgott, noch eins. 1179 Punkte, ey. Das war's? Ja. Hat ja auch gereicht, ne? Soll ich das Regal hier oben mal kaputt machen? Ja, ich mach hier unten schon auch weg. Das stört ja nicht. Jetzt habe ich aber natürlich noch nichts zu essen hier, ne? Ich kann gleich kochen, ich habe doch Wildschwein erlegt. Achso, warte, genau, kochen. Ich habe noch was für dich. Wenn du hier einmal runterkommen kannst. Hier sind noch Steinpfeile. Ja? Ja. Oh, mein Inventar ist voll, warte mal. So, das kann sich ja nur um Stunden handeln, bis wir diese Basis vorbereitet haben. Ja, aber ich denke mal, das ist noch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie das mit den Toren ist, ob die genug aushalten. Ja, also es reicht auf jeden Fall, um sich erstmal hier einzurichten, ne? Thank you.
Dann müssen wir mal gucken, wo der Händler hier eigentlich ist. Nein. Oh, passt nicht. Scheiße. Hier passt das. Was willst du machen? Da will ich jetzt Pflasterstein hinmachen. Hast du welche? Ja, habe ich gemacht. Nimm mal diesen Dings hier kurz weg. Sonst komme ich da nicht. Hm? Hier diesen Sack da einfach nur weg und wieder wegschmeißen. Den Kiefersamen. Brauche ich gerade nicht. Danke. Kann aber nur... Ah, scheiße, ey. Hier, ne? Weiter rein kann ich nicht. Ist ja egal. Werfe doch den Stein erstmal auf Pflasterstein. Welchen Stein? Das Holz. Könnte Batteriesäure trinken. Mir geht's nicht gut. Boah, ich habe Bauchweh. So hab ich und dann mache ich jetzt die davor, ne? Ja. Ich habe Bauchschmerzen. So. Erstmal, oder? Und das Holz hast du aufgewertet, ne? Ja. Ja. Kannst du mir kurz helfen, die Leiter hier abbauen? Dann koche ich was. Na, einmal den hier und den da drunter. Oh. Was ist denn das? Echt jetzt? Können wir nicht hier einfach was drüber machen? Nee, leider noch nicht. Keine Ausdauer, ey. Keine Ausdauer. Aber ist alles aus Stein hier, ne? Also gut. Ja, schön stabil, ne? Da unten gibt es bestimmt noch richtig coole Sachen, aber das würde ich echt machen, wenn wir soweit erstmal fit sind, wenn ich ein Maschinengewehr habe. Ja, nur gut, damit fühle ich mich sicher. Ein bisschen einrichten, ne? Ja, deswegen sage ich, das kann man immer noch machen. Oh. Brauchst du einen Stein? Ja, habe ich gemerkt. Ja. Und was hast du so am Wochenende getrieben? Wurzeln ausgegraben. Ja, das Übliche. Ja, und Leitern zerkloppt. Ja, wäre schön. Ist das nicht toll, wenn Hobby und Berufsleben so gut zusammenpassen? Haben wir uns gerade gegenseitig beide gehauen? Nee. Weil das so piau gemacht hat.
Ne, die erste Stufe der Leiter ist weg. Nee. Achso. Danach. Das wäre auch geil, ne? Wenn die Äxte so zusammenklacken so. Ja, hat sich gerade so angehört. Es war auch so. So, wunderbar. Dankeschön. Ja, mach das. Warte. So. Oh. Komm, das reicht. Fisch erste. Cool. Dann brauchen wir noch eine neue Tür. Neue Tür bräuchten wir. Oh, können wir hier eine Klappe rüber machen? Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Wo? Na da, wo wir gerade die Dings gebaut haben. Da, wo die Leiter ist gerade. Achso, das Loch zu machen? Na, nur eine Klappe drüber, dass ich da nicht durchfalle. Achso, ja, können wir. So, dann wollen wir schon mal anfangen, hier ein bisschen einzusortieren. Einmal die Metalle. So, habe ich noch Metall? Nee, ne? Kann eigentlich auch... Obwohl, nee. Das ist Wahnsinn. Was man jetzt so für ein Wissen hat und wie man jetzt vorgeht und vorher, weißt du? Gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was wir in der ersten Staffel gelernt haben, uns jetzt hier bisher groß geholfen hat. Doch, wir brauchen einen sehr guten Unterschlupf erstmal. Ja, gut. Das haben wir ja schon mal gelernt. Nahrung kommt nach oben. Kleber machen wir mit Knochen, ne? Packe ich die hier mit rein und weil die Knochen mit drinne sind, auch die Felle. Ah, Federn nicht, wegen der Pfeile. Ich kann dir übrigens noch 12 Fleisch geben, ne? Ja, ich koch gleich. Spüle kann ich doch eigentlich weghauen, oder? Ja, die brauchen wir nicht. Abwaschen wird total überbewertet. Hm. Jetzt geht das wieder Systeme erstellen, an die wir uns später sowieso nicht mehr halten. Oh Gott, scheiß. Oh nein. Was denn? Nix. Wenn du so nix sagst, das. Nein, ich hab kein Holz. Jasmin. Ja. Hilfe.
Was soll ich dir denn jetzt genau helfen? Kannst du einen tiefer kommen? Was brauchst du denn? Ein bisschen Holz. Soll ich dir das runterschmeißen? Nee, du musst unbedingt noch einen tiefer kommen. Ein tiefer? Mhm. Nee, dann komme ich ja auch nicht mehr hoch. Ja, du bist doch noch oben, ne? Ja, bist du da reingefallen? Nein, ich wollte hier rein. Wie mache ich denn das jetzt? Kannst du mir ein bisschen Holz rüberwerfen, vielleicht? Geht das? Meinst du, das geht? Ja, das wäre nett. Oh, große Jasmin. So, befreie mich aus dem... Das wurde aber auch Zeit. Hä, das geht ja jetzt einzeln. Voll gut. Reicht das? Ohne Moment. Sollte eigentlich schon. Macht die aber wieder kaputt, nicht, dass sie da hochklettern. Oh, ich würde hier die Tore, glaube ich, auch zumachen. Dann mit Stein aufwerten. Ich bin irgendwie dafür, wir machen das Loch hier zu. Hä? Ja, finde ich auch gut. Ja. So. Kommt erstmal wieder meine Box. Oh, Lehm. Lehm und Stein. Das geht nicht. Okay. Falsche Ecke. So, ich koche jetzt mal was. Dann würde ich sagen, im Nachhinein mit besserem Werkzeug hauen wir das weg. So, du möchtest hier oben auch noch ein paar Truhen haben, ja? Jo, denke ich, ne? Oh nö. Da kann ich die echt nicht hinsetzen. Wasser bräuchte ich mal. Wasser. Ja, für die Eier. Bett baue ich auch ab, ja? Ich habe jetzt die Truhen mit den Essen habe ich an eine Decke gemacht, ne? Kann man das nicht in den Kühlschrank packen? Nee. Nee. Das Bett baue ich auch ab, ja? Ja. Noch mehr Kisten. Achso, ich muss die ja noch aufschließen. Nee, verschlossen. Muss mal gucken, ob du da rangehen kannst. Wo ist sie? An der Decke. Ja. Ja, sehr gut. Ich mag den lieber. Das kann weg. Cool. So, dann würde ich mich jetzt nochmal auf den Weg machen. Ja, okay. Oh, ich habe einen Punkt. Jasmin, ich habe einen Punkt. Ich habe Punkte. So. Du musst auch weise entscheiden, wie du deine Punkte skillst. Also zum Kochen ja. Und so ist ja klar. Habe ich schon. Aber die, da, wo du deine Punkte investierst, das bestimmt dann auch darüber, was du findest. Ja. Ich brauche Wasser.
sterbe ich wieder. Ich würde auch gern wissen, wo der Händler jetzt hier war. 554 Meter. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo. Zwischen Osten und Südosten. Okay. Ja, genau das andere wollte ich eigentlich. Oh, haben. Ich bin in der Eisdiele. Willst du auch ein Eis? Nee, danke. Bist du sicher? Hm. Was? Falscher Alarm. Wasser wäre mal nice. Ich habe trübes Wasser. Mhm. Haben wir einen Topf, ne, wa? Ja, drüben in der anderen Basis. Okay. Mei, oh mei, okay. Das ist ein Krach hier doch. Wollte ich ja eigentlich anders machen hier. Entschuldigung, ist das Darmklo? Wusste ich nicht. So sieht also der Lagerraum einer Eisdiele aus. Was hier drin? Tote? Sieht aus wie so eine Leichenkammer. Ja, hält sich in Grenzen, hält sich in Grenzen. Ja, ist schon nicht so einfach, ne? Nee, ist schwierig diesmal. Finde ich auch. Oh. Hallo? Ja. Entschuldigung, Sir, ich fühle mich leicht bedrängt, wenn Sie mich hier oben belästigen. Sie haben Ihren Rucksack vergessen. Ach, Sie haben keine Arme, Sie können gar nicht tragen. Ich nehme den schon. Alles gut. Oh. Ja, sieh mal einer an, ne? Jetzt kaputt gemacht. Hallo? So, dann wollen wir mal weiter, ne? Ah, ich dachte mir schon, dass du mir hinterher kommst. Ich sehe zum Anbeißen aus, oder? Ja, das ist der neue Brustpanzer. Ah, habe ich eben gerade gefunden. Voll gut. Und das Blut hier dran, das kann ich erklären. Das war dein Kumpel. Hä? Ich hab einen Punkt. Du hast einen Punkt? Ja. Bildung. Leider nur ein. Was? Oh, Bottomless Barrel Buffet. Waren hier gerade drei Totenköpfe? Ja. Das verunsichert mich ein wenig. Vier Kleber. Geil. Ich bin durstig. Du bist durstig, ich auch. Ich habe so ganz komische Musik. Okay.
Ich container jetzt ein bisschen. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Obdachloser in einen Müll. Was? Na. Ich bin ohne Obdach. Da machen wir keine Witze drüber. Stimmt. Oh, das sah ja so gemein aus. So. Guten Tag, Sir. Ich muss da mal durch. Oh Gott, das war ja so nubig. Okay, warte. Und 360. Ah, die Maus war eine Tastatur. Nochmal. Und 360. Okay. Warte. 180. Das ist richtig schlecht. Ach, jetzt reicht's aber. Au! Kann ich den wieder haben? Der hat mir aber so ein gescheppert. Okay, sie bleibt liegen. Braves Mädchen. Kopfschmerztabletten habe ich nicht. Ich brauche Lehm, ey. Lehm oder Leben? Lehm. Lehm? Mhm. Unten in der Kiste. Warum unten? In der wegen Lager. Ich denke, du machst das oben. Hä? Naja, unter dir, unter dem Kochfeld. Also eine Etage tiefer. Hä? Geh einfach die Treppe runter. Ja, mach mich doch irgendwo. Okay. Ganz durch, oben links. Oh. Das ist ein Zeichen, das man abnehmen sollte. Hä? Ach, da. Das wird nix. Willst du meine Frau werden? Du nicht! Ich hab einen Freund. Ich baue mir jetzt mal das ganze Leben. Also fast das ganze. Leben? Leben. Wenn hier noch alles drin. Oh, ah, hier den brauche ich. Der hat mich ge... Aua! Das ist... Ge- oh Aua? Ge- Aua hat er dich? Ich. Du redest in... Brezeln, wollte ich. Nur mal... Ich, so. Ja, ich wollte eigentlich gerade gucken, wo mein... Aber ich habe mein Nähset ja schon verbraucht. So, das war's aber auf jeden Fall für heute. Trauriger Abschied, ich weiß. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Langsam, ja, kommen wir vielleicht auch vorwärts. Langsam, aber... Ja, schön, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.